Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Bella von Modbox. Und heute, ja, ich warte auf meine Schwester, die Christel, die ist mal wieder zu spät dran. Mann, 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 wo ist sie denn? Ach, da kommt sie. Und was bringt die denn damit? Ja, schau mal her, was ich da mitgebracht habe. Mein Eisfahrzeug. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Ja, Gott muss mich noch nicht nennen. Ne? Ja, ja, ja. Ich bin bloß Bossbudin, also. Was hast du uns denn da mitgebracht? Ja, den neuen Lizard-LKW. Den Farmline. Boah, der ist schick. Der ist gibt's den im Katalog? Ja, ne? Ja, ja, dann schauen wir mal. Moment, dann schauen wir mal. Katalog öffnen. Dann unter Fahrzeuge, ne? Unter LKW. Und hinten bei den Mods. Und da ist auch schon der Farmline 6x4. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Jetzt schon im Katalog. Also, wir können auf jeden Fall die Felgenfarbe ändern. Dann können wir die Hauptfarbe ändern. Nehmen wir jetzt einfach mal Pink. Und einmal die Designfarbe. Das sind dann hinten die, ja, die Rad, Gästen. Mit der Radschutz hinten. Genau. Und wir können das Design ändern. Das sind hinten die Schmutzfänger. Einmal kurz und einmal lang. Dann gibt's noch Tragflächenprofil. Einmal Standard und einmal Tragflächenprofil. Das ist einfach eine kleine Erweiterung nach hinten. Dann gibt es noch zwei Motorausführungen. Einmal 560 PS und einmal die 620 PS. Und mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen, oder Christel? Nö, also ich liebe ihn, ich liebe ihn. Du liebst ihn jetzt schon? Ja, ich muss Friedrichsen lass fragen, mal, ob ich das Ding zum Zustellen nehmen kann. Oh, ja, dann. Oh Gott, oh Gott. Da steht sogar V8 drauf. Also die Texturen sind, ja, sind schön auf jeden Fall. Da kann man nicht meckern. Ja. Hinten auch. Schön die Elektronik angeschlossen. Ich mache mal den Anhänger runter. Dann siehst du ein bisschen mehr. Oh. Hinten bewegt sich auch der Schmutzfänger. Hoppala. Schauen wir mal hinten. Ja, ich sag ja, die Texturen sind richtig schön. Da keine Pixel drin. Dann mach ihn mal an. Dann hören wir mal den Sound von außen. So, lausch mal. Auf jeden Fall eine leichte Schmutzwolke an der Seite. Gib mal, fahr mal ein kleines Stück. Ja, und sie wird immer größer. Ja, die Hupe ist auch in Ordnung. Ganz normale Standardhupe. Mhm. Dann lass mich mal schon rein einsteigen. Na, schau. Lass mal von innen gucken. Oh, das sogar mit Lenkradanimation. Wow. Die Texturen innen sind auch schön. Oh, du, wir haben sogar eine Box hinten mit drin. Ja, er hat sogar getönte Scheiben. Und getönte Scheiben hat er auch. Also die Texturen sind schön, schlicht gehalten auf jeden Fall. Jetzt hören wir uns mal eben den Sound an. Die Spiegel rechts und links funktionieren. Ja, Innenspiegel, müssen wir mal eben schauen. Achtung, Christel, ich fahr! Ja, ich kenne deinen Fahrstil. Den Innenspiegel, den sieht man jetzt nicht, dass sich da irgendwas bewegt. Ja, Lenkradanimation ist da. Der Sound innen ist auch auch ganz normal eigentlich, ne? Na, das Standard-LS-Sound. Fahrverhalten ist auch gut. Ja, also ich kann damit jetzt nicht meckern, ne? Dann schauen wir uns mal. Haben wir irgendwas vergessen? Nö, ne? Also müssen wir jetzt noch die Lok. Vielleicht noch, schau dir mal die Lichter an. Ach, stimmt, die Lichter, ja, stimmt, zeig mal. Ja, schau mal, einmal. Wow, LED. Richtig schick. Ehrlich? Da oben, schau mal die Leiste oben. Oh, und blau auf, und blau oben. Mach mal Warnblink an. Ja, warte mal. Da einmal links, einmal rechts. Hast du auch Rundumleuchte? Leider nicht. Also keine Rundumleuchte, das ist richtig schade. Mal die Blinker hinten. Also funktioniert alles. Ja, schauen wir mal eben vorne. Hopp, 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 hopp. Ja, rechts und links. Ja, dann schauen wir mal in die Lok, ob noch Fehler da sind. Keine Fehler da. So, dann ist das ein wunderbarer LKW, ne? Ja, also mir gefällt er. Also das ist richtig schön. Gut. Dann, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da nach oben da. Aktiviert die Glocke für mehr Videos. Schaut bei den anderen vorbei und schreibt was Schönes in die Kommentare. Und wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.